Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit einem, ja, Beauty-Video würde ich sagen. Denn heute geht es um meine Lieblingsprodukte, die ich eigentlich tagtäglich benutze und auch nachhole. Und ja, vielleicht ist hier das ein oder andere Produkt für dich dabei, für euch. Und ja, dann würde ich sagen, reden wir mal nicht so lange, sondern fangen wir direkt auch an. Und ja. Viel Spaß bei dem Video. Fange ich ja direkt mal mit der Bürste an und ich benutze den Tangle Teaser. Das ist jetzt mein zweiter. Also eigentlich habe ich einen gehabt, der ist aber mir verloren gegangen. Ich weiß leider nicht wo oder wann. Er ist einfach weg. Die sind wirklich teuer, ne? 15 Euro oder so, ne? Es tut schon weh, ne? Aber ich mag den. Der ist wirklich gut. Kommen wir direkt zum nächsten Haarprodukt und zwar ist das mein Trockenshampoo. Meiner ist jetzt von Batiste und ja, den finde ich sehr gut. Also das ist sozusagen mein Lebensretter, weil ich wasche ja meine Haare nicht so oft. Also ich dusche mich zwar jeden Tag, aber meine Haare wasche ich immer so alle drei, vier Tage. Also es kommt immer drauf an, was ansteht und wie meine Haare gerade so drauf sind. Ja, und deswegen finde ich das Trockenshampoo sehr praktisch, weil wenn meine Haare anfangen zu fetten, ja, sprich mir das einfach drauf. Eins meiner Lieblingsprodukte ist das Deo. Also Deo ist ein Muss. Also das ist einfach, das geht einfach nicht ohne. Ich benutze eigentlich nur das von Impulse und das ist das Vanilla Kisses. 0% Aluminium muss sein. Kommen wir zu den Wimpern. Also ich benutze momentan oft Wimpern. Sehr oft Wimpern. Ich habe eine Zeit lang jetzt auch die von P2 benutzt. Das sind diese halben Wimpern. Und die sind wirklich natürlich. Die kann ich auch mega empfehlen. Ich hätte die jetzt auch eigentlich dazu gepackt. Nur ich finde meine nicht. Aber hier ist die Verpackung. Aber man sieht das hier. Die trage ich sehr oft. Und ich finde die einfach wirklich super. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ich mag zwar nicht so von P2 die Wimpern. Aber ich muss sagen, die halben von denen sind mega gut. Also wirklich super. Aber ich habe jetzt noch andere Lieblingswimpern. Die sind etwas krasser, vor allen Dingen, wenn man die drauf hat. Die sind eigentlich so, sind die natürlich, aber sie sind halt mega lang. So. Und wenn ich die drauf habe, sehe ich aus wie so eine Puppe. Aber ich finde die mega schön. Und die sind auch von MAC. Und ja, sie sind schön. Hier habe ich den matten Lipgloss von NYX und das ist die Farbe Liply 03. Und oh mein Gott, der ist so schön. Ich habe den auch gerade drauf. Das nächste Produkt ist der Fit Me Concealer von Maybelline Jade. Und Concealer muss sein. Ich benutze ja kein Make-up, also keine Foundation, sondern ich benutze ja Concealer. Da ich einfach kein Make-up brauche. Ich habe reine Haut, also so gut wie reine Haut. Natürlich habe ich auch Pickel, ne? Normal. Aber das reicht auch, wenn ich das mit einem Concealer alles abdecken kann. Also das mache ich halt unter die Augen und halt die Pickel verdecken. Kommen wir zu meinem geliebten Eyeliner. Der ist jetzt von Catrice und das ist der Ultra Slim Eyeliner Pen. Ich benutze eigentlich immer den von L'Oréal Paris, aber ich muss sagen, der ist fast genauso gut. Und ja, ich benutze den auch momentan. Und Eyeliner ist bei mir auch eigentlich ein Muss. Denn, keine Ahnung, ich muss immer ein. Mein nächstes Lieblingsprodukt ist der Highlighter. Highlighter muss sein. Ich finde Highlighter ist so. Ich mag dieses Glitzer, Glow, dies, das. Und ja, das ist ein Gold. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, was ich über alles liebe. Und das ist die NYX Palette. Ja, ich weiß nicht, aber ich feiere diese Palette unnormal hart. Wirklich, das ist die beste Palette, die ich bis jetzt hatte. Und die gehen wirklich sehr schöne Farben ab, muss ich wirklich sagen. Deswegen, ich bin wirklich zufrieden mit der Palette. Und ja, kann ich empfehlen. Ja, das war es jetzt auch schon mit meinen Lieblingsprodukten. Nicht mehr Produkte, aber das Video würde eine Stunde gehen, wenn ich euch das jetzt zeigen würde. Ja. Deswegen kann ich ja mal gerne noch ein Video machen darüber. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall mal einen Daumen hoch und abonniere nicht vergessen. Ah!
Und ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende.